über Druckflüge, bevor die jemand im Gegner schon lange überhaupt gemerkt haben, dass da unten drin drin ist. Roger hat sein Modell nachgeholt und da ist nicht in Deutschland einmal, sondern in Belgien daheim. Zeitungszahlen, wenn es mir echt ist. Das Modell, das ist eine Eigenkonstruktion von Roger. Und er hat eigentlich alles, was an diesem Modell ist, auch wenn wir es mal offen sind, selber konstruiert am CAD und nachher gerade an der Fräsmaschine rausgeschnetzelt. Wenn ihr mal könnt, liebe Zuschauer, lauft mal diesem Modell vorbei und lauft und schaut mal das Fahrwerk an. Ihr seht noch die Lochtrenner hinten. Schon der Start ist ein riesen Applaus wert. Die AMT-Turbine die hat knapp 25 Kilo Schub. Das Modell ist 20, also man hat hier noch eine Spurreserve. Bei der SR 71, und da hat der Roger auch nachgebaut, da hat die Händelseitenleitwerk. Und die wirkt also brutal. Also nicht nur beim Original, sondern auch beim Modell. Wie sagt der SR 71 auf fliegende Gitarre? Weil vorne ist der Hals, hinten ist der Klangkörper. Und für viele Jet-Liebhaber klingt das sogar noch viel besser als eine Gitarre. Das Modell, man sieht, wird vom Roger absolut perfekt vorgeführt. Das ist ein richtig. Das Modell ist nicht ganz einfach zum Fliegen. Es ist sehr schäbig im Klemmsatz, also mit dem Klärruder. Bambelt gerne in der Gegend rum. Aber Roger hat das voll im Griff. Er fliegt das Modell auch sehr bedacht. Und kontrolliert vor. Das Original hat das vermutlich nicht überstanden, aber wir schauen doch gerne zu, wenn ein SR 71 Rollen macht. Das Original hat ja keine Tank gehabt, also keine Gummitank, sondern das Original ist nur durch die Aussenhülle geschützt gewesen. Man hat das Teil getankt, 800 bis 1000 Liter Kerosin ist dann gestartet. Und in der Luft, durch die Erwärmung von der ganzen Struktur, hat sich alles ausgedehnt und hat auch verdichtet. Und dann hat man dann die SR 71 in der Luft betankt, voll getankt und ist dann zum Einsatz geflogen. Das Original verbleibt knapp 2G, also zweifache Erdbeschleunigung. Also Acrolit mit dem Originalflugzeug. Gar nicht innen, es ist auch nicht verdammt konstruiert worden, sondern es ist wirklich nur dazu konstruiert worden, schnell nach innen hin und schnell wieder zurück. Fantastisch. Beim Modell, bei den Lufteinläufen, seht ihr so zwei spitzige Kohlen. Die hat das Original auch. Das sind so Einlaufdiffusoren. Und beim Original ist das extrem heikel gewesen, hier einzustellen. Wenn man etwas falsch gemacht hat, haben die Treiber abgestellt. Wenn ich dann den Lufteinlass bzw. das Luftfeuer vorne nicht mehr korrekt war. Das Roger lässt das Fahrwerk raus und auch wieder zum Landen. Das ist eine Seite. Also extrem gut für den Zweck. Hat es erfüllt.
Ausser bei uns gestellt worden ist die Maschine nicht, weil sie etwas schlecht wäre, sondern weil sie schlicht und ergreifend zu teuer im Unterhalt ist. Und jetzt noch eine saubere Landung. Und wir haben gesehen, jawohl, einen Riesenapplaus. Und kurz vor dem Landen hat man gesehen, wie die SR 71 hat angefangen zu bambeln. Und zweitens sieht man, wo das Modell steht. Und auch fürs Röllen gibt es sicher einen riesen Applaus. Das sieht wirklich heiß aus. Danke, Roger. Und so wie ich das sehe, sind jetzt unsere Youngsters dran. Und ich würde das Wort den Profis übergeben.